Hallo und willkommen zur neuesten Podcast der Interessensgemeinschaft Revolution 8849. Heute spreche ich wieder mit dem Christian. Hallo Christian. Hi. Wir brauchen unbedingt einen kürzeren, einen einfachen Namen. Ich sag doch einfach IG 184849. Ich glaube, das ist ja auch schon wieder Refcards oder so. Interessengemeinschaft, lebendige Geschichte. Steht ja in Beschreibung. Oder Refcast oder Revocast. Podcasts enden ja immer mit Cast hin. Ja, lass uns da doch mal auf dem Workshop drüber reden. Nächstes Jahr meinst du, frühestens, eventuell. So hoffe ich doch ganz stark. Also, erstmal an euch, frohes Neues. Wir sind immer noch da, wir haben uns auch eine kleine Winterpause gegönnt und haben darüber überlegt, welche Themen wir alles machen wollen, und wir haben festgestellt, es sind viele und deswegen nehmen wir eine Folge auf. Heute, worüber sprechen wir? Wir sprechen heute über das Revolutionsheer. Wir haben jetzt ganz viel über die Preußen gesprochen, jetzt wollen wir doch mal über den Konterpart sprechen, und danach werden wir dann mal ein paar zivilere Themen aufgreifen wollen. Aber jetzt kommen erstmal die Baden oder beziehungsweise die Revolutionäre dran. Okay. Die Revolutionäre, das waren, oder es gab es nur eine Armee oder gab es mehrere? Ja, im Prinzip gab es mehrere. Es kommt darauf an, worauf wir uns jetzt beschränken wollen. Wenn wir jetzt von der Revolution an sich sprechen, dann könnte man theoretisch noch die Ungarn mit reinnehmen und die Polen, die auch, ich sag mal, auf dem deutschen Schauplatz in Anführungszeichen mitgespielt haben. Aber ich glaube, wir beschränken uns mal auf den badischen Feldzug, damit es nicht allzu sehr ausufert. Wobei wir auch gleich sehen werden, dass da wieder Kombattanten aus mehreren verschiedenen Schauplätzen zusammenkommen. Und ich glaube, wir können, wenn wir über den badischen Schauplatz sprechen, können wir von zwei Revolutionsheeren sprechen. Zumindest zum Anfang, und zwar von der pfälzischen Armee, die in der Rheinpfalz aufgestellt wurde, und von der badischen Armee. Beziehungsweise von dem badischen Revolutionsheer. Es war so, dass die pfälzische Armee, die aufgestellt wurde, die ist dann von den Preußen recht schnell über den Rhein gejagt worden. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Und hat sich dann mit der badischen verbunden. Insofern war es dann hinterher eins, und im restlichen Deutschland war es da mit den Aufständischen auch schon vorbei. Insofern gibt dann halt nur noch das Heer, das Baden verteidigt. Also zwei, ja. Ah, okay. Und gab es die von Anfang bis Ende dann sozusagen? Oder wo ist die erste, dann nachdem sie über den Rhein gedrängt wurde, war sie dann wieder? Oder ja, die wurde eingegliedert. Das Revolutionsheer in Baden, das war gegliedert in 5 Divisionen. Und die pfälzische Armee wurde dann quasi die 6. Die wurde dann aufgefüllt mit ein paar badischen regulären Einheiten. Und auch mit ein paar Volkswehreinheiten, und das war dann die 6. Division der badischen, beziehungsweise des Revolutionsheeres. Ja, Slavski, genau. Vielleicht fangen wir erstmal mit dem allgemeinen Ruf des Revolutionsheeres an, weil das, glaube ich, das ist, was jeder, der das hört, so macht. Es macht sich ja jeder, der diesen Begriff hört, macht sich ja erstmal Bilder im Kopf. Und da gibt es natürlich ganz viele volkstümliche Gemälde und Skizzen und Stiche, und man sieht eigentlich immer erlotterte Personen, meistens natürlich Männer, in irgendwelchen fantasievollen Uniformen, möchte ich es nicht nennen, Kampfanzügen. Das war ein sehr neuer. Viele tragen, ist es doch auch nur Uniform. Es ist ja halt alles bunt, checkig und durcheinander. Da ist kein einheitlicher Hut, keine einheitliche Hose und keine einheitliche Bluse. Aber wenn du das jetzt vergleichst, zum Beispiel mit dem amerikanischen Bürgerkrieg, Stadler, die sahen ja auch alle irgendwie anders. Ist doch dann das Gleiche, aber oder? Dennoch uniformer, glaube ich, als das, was du im Revolutionsheer gesehen hast. Anders als die Konföderierten, vielleicht sogar das Lederzeug und die Bewaffnung zumindest größtenteils homogen war, heterogen, war das bei dem Revolutionsheer. Du hast Leute gehabt, die kamen, Moment, das ist ja, das ist ja das Bild, was man heute davon hat. Ich möchte ja nur sagen, dass wir gleich dahin kommen, wo die Konföderierten wahrscheinlich waren. Das allgemeine Bild, was man heute hat, wenn man an das Revolutionsheer denkt, das sind, glaube ich, ganz klar Heckers Freischaren. Das ist, woran jeder erstmal denkt. Wir hatten, um kurz abzuschweifen, wir hatten mal eine Veranstaltung in Ladenburg, wo ich dann dem Reportern, die anwesend waren,
Das war zum Internationalen Museumstag, hatten wir da eine Veranstaltung und hatten, wurde dann interviewt und hatte dann kurz erklärt, dass die Preußen 1849 halt dann Ladenburg besetzt hatten. Und die Reporter kamen immer wieder auf Hacker zu sprechen, obwohl Hacker damit überhaupt nichts zu tun hat. Aber das ist halt das, was die Leute heutzutage in Baden noch mit der Revolution verbinden. Und deswegen, wenn man Revolutionsherr hört, hat man, glaube ich, diese in Anführungszeichen Hackergestalten vor dem geistigen Auge, was ja gar nicht der Fall ist oder der Fall gewesen ist, zumindest nicht allgemein. Ja, genau. Und du hast es schon gesagt, die konföderierte Armee war jetzt auch nicht gesegnet von üppigen Nachschubgütern. Und beim Revolutionsjahr war das natürlich so, dass man da eine Armee quasi aus dem Nichts heraus aufbauen musste. Und da kommen wir eigentlich schon dann zur Zusammensetzung des Revolutionsheeres. Aus welchen Einheiten hat sich dieses Heer zusammengesetzt? Und da sehen wir natürlich als ganz starke Fraktion die Badische Armee. Damit hat es ja theoretisch dann 1849 auch angefangen, als das Militär gemeutert hat. Dann wurde als demokratische, Anführungszeichen, militärische Macht des demokratischen Staates wurde dann halt das Volksheer, also die Volkswehr, aufgebaut. Das war eine Armee, die der allgemeinen Wehrpflicht unterlag, so ein bisschen parallel zur badischen regulären Armee aufgebaut wurde. Und hier war es schon, wo es daran mangelte, an genügend Waffen, an ausreichend Uniformen, sodass wir da schon sehr fantasievolle Uniformierung und auch Rangabzeichen haben. Und dann kamen dazu natürlich noch die Freischaren. Also wir haben da alle Qualitäten von einer Freischar, wo die Leute alle in Zivil hinkamen mit den wundervollsten Bewaffnungen. Oder so Formationen wie zum Beispiel die Hanauer Turnerwehr, die sehr militärisch gedrillt war und auch im Auftreten halt sehr militärisch wirkte und auch einheitlich uniformiert war, obwohl es halt keine militärische reguläre militärische Einheit war. Also dann, das ist die Spanne. Also du hast wirklich von so einer Räuberbande in Anführungszeichen, die für die Freiheit kämpfen möchte, bis zu einem elitemäßig ausgerüsteten Kolonie der Badischen Armee hast du alles darunter gehabt. Die Turner, waren ja vorher dann schon eine Bürgerwehr. Und ja, Bürgerwehren gab es ja vorher auch schon, oder? Nicht in dem Sinne. Die hat sich halt, müsste ich mich jetzt genauer einlesen, speziell auf die Hanauer Turnerwehr, aber die Hanauer Turnerwehr war quasi entstanden aus einem Turnverein. Die Turnvereine wurden damals ja, also zu ihrer Gründungszeit wurden sie ja gebildet, beziehungsweise vor den Befreiungskriegen oder während, noch kurz nach den Befreiungskriegen gegen Napoleon wurden diese Turnvereine gegründet, um den deutschen Mann für den Kampf oder auf den Kampf fürs Vaterland körperlich vorzubereiten, dass er fit ist und entsprechende Fähigkeiten hat, zum Beispiel im Fechten, dass er aber auch schwimmen kann, körperlich fit ist. Ne, das war der Hintergrund. Und so waren die natürlich in gewissem Sinne immer, im Grunde ihres Daseins hatten die so einen kriegsvorbereitenden Hintergrund. Und als dann die Revolution kam, gab es natürlich auch demokratische Bestrebungen innerhalb der Turner. Ne, und als dann die Reichsverfassung, das geeinte Deutschland, das war ja eigentlich auch ein Gedanke derjenigen, die in den Befreiungskriegen gegen Napoleon gekämpft hatten, dass Deutschland endlich ein Nationalstaat wird. Und der wurde dann halt nochmal aufgegriffen. Und so hatten dann die Hanauer Turner, aber auch, ich glaube, aus Heilbronn haben sich dann auch noch welche den Hanauern angeschlossen. Da sie halt nah am Geschehen waren, haben die sich dann in Anführungszeichen rekrutieren lassen, eigentlich für die Pfalz, sind dann aber nur bis Baden gekommen, wo sie dann direkt in die Revolutionsarmee einverleibt wurden. Auch vor dem Hintergrund, dass in der Pfalz halt nicht mehr so viel los war. Es hätte keinen Sinn gehabt, dann noch weiter dahin zu marschieren. Warum? Was war jetzt da nicht? Machen wir es folgendermaßen, schauen wir mal kurz in die Pfalz. Als die Reichsverfassung scheiterte und die Nationalversammlung in Frankfurt, beziehungsweise das dann nur noch stehende Rumpfparlament zu den Waffen gerufen hat, haben sich in der Pfalz die Menschen erhoben und wollten halt sich für die, beziehungsweise nicht wollten, sondern haben sich für die Reichsverfassung ausgesprochen und haben die bayerischen Behörden davongejagt und eine provisorische Regierung gebildet, welche dann
Pfalz, beziehungsweise später dann, oder welche die Pfalz dann später in die Nationalstaat eingliedern sollte. Die bayerischen Behörden haben sich zurückgezogen, die Verwaltung ging an die Revolutionäre über und natürlich war den Revolutionären klar, dass kurz oder lang irgendeine reaktionäre Macht, vermutlich die Preußen, kommen und wieder für Ruhe und Ordnung sorgen würde. Deswegen mussten sie eine Armee aufbauen. Und das sollte dann erstmal der Tiroler Fenner von Fenneberg übernehmen. Der hatte dann aber schnell die Lust verloren und deswegen suchten die Zuständigen in der Pfalz schnell nach einem anderen und fanden den französischen General, also den franco-polnischen General Franz Schneide. Der junge Mann war nicht mehr ganz so jung, er war eigentlich schon sehr betagt, hatte unter Napoleon als Kavalleriegeneral gekämpft, auch in Russland, war unter anderem auch Träger der Medaille der Ehrenlegion und hatte einen natürlich total grandiosen Leumund, also eigentlich sprach nichts dagegen, dass er der falsche Oberbefehlshaber für die Truppen wäre. Er hatte leider nur ein Problem, er war zeitlebens immer Befehlsempfänger gewesen. Er hatte nie wirklich eine Armee geführt und hatte immer jemanden über sich. Das war in diesem Fall jetzt aber nicht mehr. Und deswegen verlor er sich dann in Planung und Organisation von irgendwelchen Dingen, die total sinnlos waren. Und deswegen war der Aufbau der pfälzischen Armee ein grandioses Desaster. Es gab in der Pfalz sehr viele, was heißt sehr viele, aber relativ viele Flüchtlinge aus anderen Staaten, wo die Revolution bereits schon niedergeschlagen worden war, wie zum Beispiel auch Preußen, Länder, die aus Westfalen und im Rheinland nach Süden geflohen waren. Und die bildeten halt Freikorps, aber es sollte dann in Baden auch eine Volkswehr auch aufgebaut werden. Das sah dann so aus, dass die Leute der Einberufung folgten oder gewaltsam zusammengetrieben wurden, sich dann aber auch nach kurzer Zeit, sobald sich die Möglichkeit ergab, davon stahlen. Und die Ausrüstung war natürlich miserabel. Es war überhaupt kein, es gab kein Hand und Fuß bei der Ausrüstung, bei der Organisation, bei dem Drill. Und so konnte es natürlich nur so kommen, wie es dann auch kam, als die Preußen zwischen dem 12. und 13. Juni 1849 in die Pfalz einrückten, dass so gut wie gar kein Widerstand geleistet wurde. Es gab ein paar kleine Gefechte, die kann man aber auch nicht Schlacht nennen und die endeten natürlich immer mit der Niederlage der Pfälzer. Als Ausnahme, oder was heißt als Ausnahme, als heroisches Beispiel ist dann natürlich das Gefecht bei Kirchheim-Bolanden zu nennen, wo die Kämpfer beziehungsweise ein kleiner Teil der Kämpfer fast bis zum letzten Mann aushielten, um gegen die Preußen zu kämpfen, aber letztendlich natürlich auch der Übermacht unterlegen waren. Ja, und so kam es, wie es kommen musste, und Schneides Armee hat sich dann bei Knielingen, so also gegenüber von Karlsruhe, gesammelt am Rhein und ist dann dort auch über den Rhein gewechselt. Und die Preußen hatten sich dann halt bei Germersheim gesammelt, im badischen Heer, welches am Neckar so tapfer ausgehalten hat, in den Rücken zu fallen. Das ist ganz kurz und grob die Geschichte der pfälzischen Armee. Man muss dazu sagen, dass sehr viele Offiziere und Anführer, die später zum Beispiel im amerikanischen Bürgerkrieg in Anführungszeichen relativ berühmt wurden, unter den Deutschamerikanern wie Willig, Schimmelpfennig, auch Annecke, die haben zum Beispiel in der Pfalz ihre Freischaren geführt und später wurden sie auch als Brigadeoffiziere, Brigadeführer in der 6. Division des Revolutionsheeres übernommen. Andere wie Schneide, die hatten dann ein eher unrühmliches Ende. Kann ich auch kurz erzählen. Im Zuge der Gefechte während und nach der Schlacht von Waghäusel, da haben die Soldaten, die unter Schneide dienten, natürlich gemerkt, dass er mit der ganzen Situation vollkommen überfordert war. Und als die Preußen dann wieder in Angriff starteten und Schneide keinen wirklichen Befehle auf die Reihe kriegte, um das Ganze irgendwie, dem Ganzen irgendwie zu begegnen, da haben sie ihn vom Pferd gezogen und verprügelt und ihm die Orden auch vom Uniformrock gerissen. Und nur das Einschreiten von anderen Offizieren zu seinen Gunsten hat ihm wohl vermutlich das Leben gerettet, woraufhin er natürlich dann sich gesagt hat, okay, wisst ihr was, ich schmeiße ihn, ich gehe zurück nach Frankreich. Und das war dann das Ende seines Engagements für die deutsche Freiheit. Ja, das also ganz kurz. Blöd gelaufen.
Ja, natürlich. Aber das halt ganz kurz zu dem Hintergrund der pfälzischen Armee. Das können wir dann damit eigentlich auch abhaken. Nur was ich kurz noch sagen wollte, es gab einen ganz, ganz geringen Teil von bayerischen Soldaten, die sich der pfälzischen Armee anschlossen. Ansonsten war das wirklich ein total bunt gewürfelter Haufen. Da sehr viele Sensenmänner, Waffen aller Art, ein komplettes Durcheinander an Zivilkleidung. Da war also nicht viel Uniformität oder sonst irgendwas erreicht worden. Und wenn wir uns dann die Geschichte der anderen Seite an, also des Revolutionsheeres, welches in Baden kämpfte, da, wie gesagt, am 10. Mai, Entschuldigung, 1849 meuterte das badische Militär zugunsten der Reichsverfassung. Die meisten Offiziere verschwanden mit dem Großherzog, der sich kurz darauf aus dem Land stahl, und mit dem Kriegsminister. Die wenigen Offiziere, die blieben, waren von fragwürdiger Qualität, fragwürdiger Gesinnung. Und viele Soldaten nutzten diese Situation, um nach Hause zu gehen, weil in Baden galt eine Wehrpflicht, die sehr unbeliebt war und auch sehr ungerecht, weil es auch das Einstehersystem noch gab, anders zum Beispiel als in Preußen. In Preußen gab es ja die allgemeine Wehrpflicht. In Baden konnten sich Wohlhabende noch freikaufen vom Wehrdienst und dafür einen Ersatzmann kaufen und zum Dienst schicken zum Beispiel. Aber auch die Umstände, wie die Verpflegung und die Ausrüstung und die restlichen Umstände an sich waren sehr unvorteilhaft für den einfachen Soldaten, weswegen der Dienst in der badischen Armee nicht unbedingt sehr beliebt war. Deswegen stahlen sich halt oder nutzen viele die revolutionären Unruhen, um sich einfach davon zu machen. Und wenige von denen kehrten zurück, als es dann hieß, kommt Soldaten, wir brauchen euch, wir müssen für die Freiheit kämpfen. Weswegen die Bataillone nicht in voller Stärke auszogen und relativ, in Anführungszeichen, klein blieben. Dann haben wir, hatte ich schon erwähnt, die Volkswehr, die von Johann Philipp Becker aufgebaut werden sollte. Das war eine wehrpflichtige Armee, wie man sie auch, sag ich mal, aus Preußen kannte. Halt nicht für einen Fürsten, sondern für die Freiheit, für eine demokratische Regierung. Die sollten eigentlich auch einheitlich uniformiert werden. Hier vor allem mit blauen Blusen. Sollten mit Musketen bewaffnet werden, Bajonetten. Mhm. Und entsprechend dem badischen Militär auch Exerzierreglement auch gedrillt werden. Du hast jetzt die Musketen und Bajonette so besonders erwähnt. Weil die anderen die nicht hatten. Ja, weil das sollte so sein, aber natürlich kam es so, dass einige halt auch wieder mit diesen Kriegssensen ausgestattet wurden, einfach weil zu wenig Musketen da waren oder der Nachschub halt nicht ankam bei den Truppen. Weil in irgendwelchen, wir müssen uns das so vorstellen, die ganzen Leute, die jetzt an die Regierung kamen oder auch in die Posten der Zivilkommissäre oder der anderen zivilbehördlichen Verwaltung, das waren ja nicht Menschen, die das schon konnten, sondern die kamen jetzt dahin und dann musste jeder kleine Zampano, der vorher vielleicht ein kleiner Angestellter war, plötzlich irgendein großes Depot verwalten und fühlte sich natürlich wie, was weiß ich, ne, Protz am Berge und meinte, er müsse jetzt zeigen, dass er die Macht habe und dann blieb halt mal so ein Haufen Uniformen oder blauer Blusen, blieb dann halt mal bei ihm liegen, weil er meinte, irgendein anderer sei jetzt nicht so mächtig wie er, dass er das anfordern dürfe oder es müssen erst 5 Durchschläge machen oder irgendjemand müsste woanders anrufen und ihn fragen oder beziehungsweise anschreiben. Und die ganze Verwaltung, das oblag ja irgendwelchen wohlhabenden Leuten, die sich entweder in Posten gekauft haben oder von irgendwelchen anderen Unberufsbeamten halt eingesetzt wurden. Es gab ja keine Möglichkeit für die Menschen, das zu üben. Die mussten ja auch erstmal diese ganze Bürokratie und alles, das mussten ja auch erstmal verstehen lernen. Das passiert ja nicht von heute auf morgen. Aber du musstest ja die Leute, die noch auf dem Posten waren, denen konntest du teilweise oder größtenteils natürlich nicht trauen. Die waren natürlich noch dem Großherzog ergeben. Ja, und die anderen, die haben natürlich das, wie gesagt, erstmal lernen müssen. Und deswegen haperte das natürlich an allen Enden und Enden. Das heißt, es konnte sein, dass irgendwo am Bodensee 100 Musketen lagen, die vielleicht in Karlsruhe gebraucht wurden, aber nie den Weg dahin gefunden haben. Vielleicht sind sie bis nach Freiburg gekommen, wenn überhaupt. Und als die Truppe dann hätte darauf zugreifen können, war sie schon auf dem Weg in die Schweiz. Insofern sehen wir, dass es hier ein riesiges Problem gab, was aber natürlich aufgrund der Gegebenheiten, einfach weil keiner eine Ahnung davon hatte, so auch nicht anders hätten bewältigt werden können. Ich sage immer so schlanke Sätze, hinterher weiß ich gar nicht mehr, wie ich angefangen habe, ob das grammatikalisch überhaupt noch so Sinn gibt, was ich da rede. Ja. Vom Prinzip schon.
Ja, okay. Ja, du fragst heute sehr wenig, das macht mich sehr stutzig. Ja, so, und dann haben wir natürlich noch Freischaren gehabt, ne? Wir haben jetzt das badische Militär, dann das Volksheer, die Volkswehr. Und dann hatten wir noch Freischaren, wie zum Beispiel die polnisch-deutsche Legion. Die hat sich aus ehemaligen polnischen Freiheitskämpfern von 1848 aufgefüllt. Vielleicht sogar noch vom Veteranen von 1830, von den beiden großpolnischen Aufständen. Und da waren auch viele Männer gegliedert, die zum Beispiel in Breslau oder in Dresden oder in Elberfeld oder Iserlohn gekämpft hatten und nach Baden gekommen sind. Die sind dann halt mit in diese Legion eingetreten, beziehungsweise zusammengefasst worden. Und es dienten aber auch zum Beispiel in der Flüchtlingslegion viele Deutsche, die aus Frankreich wieder zurückkamen, die vorher schon für die Freiheit gekämpft hatten, vielleicht auch unter Hecker oder Struve. Da kamen aber dann auch noch Leute aus Bayern oder aus Dresden und Preußen zusammen. Die wurden halt in diesen bunten Korps oder in diesen Freikorps zusammengefasst, waren in sich natürlich auch nicht uniform. Ja, das waren dann halt, es wird auch beschrieben, zum Beispiel beim Einzug aus Rastatt, dass griechische Trachten darunter waren, ne? Oder italienische Uniformen, also so wirklich so komplett alles bunt. Hm. Gab es denn diese verschiedenen, waren die denn alle zur gleichen Zeit aktiv oder war das jetzt so nacheinander? Die haben sich nacheinander natürlich im Baden gesammelt, aber theoretisch, als die Kämpfe losgingen, waren die alle nebeneinander. Ah, okay. Und gab es denn da den Oberbefehlshaber? Ja, klar. Oberbefehlshaber war erst General, beziehungsweise Oberst Siegel, Franz Siegel, ein ehemaliger badischer Leutnant. Das so ein bisschen zu verstehen, was jetzt gleich kommt, muss ich ein bisschen vorgreifen. Und zwar war der Grundgedanke oder die Grundsituation war, dass Baden, das war ja umgeben von der Pfalz quasi, im Westen, Frankreich, Pfalz, dann kam Hessen und rechts lag das Königreich Württemberg und unten grenzt es ja noch an das Königreich Bayern. Bayern war politisch relativ klar, weil da war es auch relativ ruhig, also relativ, ne, in Anführungszeichen. In Württemberg hatte das Militär selbst auch schon für die Revolution demonstriert, hatte aber nicht gemeutert, es kam auch nicht zu größeren Ausschreitungen, aber da war man sich sicher, dass wenn man jetzt von Baden aus ein Zeichen nach Württemberg geben würde, würde das Militär vermutlich sich auf die Seite der Revolution stellen, man würde den König vertreiben können oder auf seine Seite ziehen, wie auch immer, und hätte Württemberg mit an seiner Seite. In Hessen hatte man den gleichen Gedanken. Zumindest war man sich ziemlich sicher, dass in Südhessen die Stimmung sehr revolutionär war. Und als dann in Karlsruhe dann die provisorische Regierung die Macht übernahm, wusste man jetzt nicht, was sollen wir machen. Siegel war eigentlich, beziehungsweise der Gedanke war eigentlich, dass man nach Württemberg geht und Württemberg auf seine Seite zieht, was natürlich eine, in Anführungszeichen, nochmal so große Armee dazugeholt hätte, das Gebiet nochmal vergrößert, auch noch mehr Wehrpflichtige vielleicht hätte ausheben können. Nach Norden zu gehen, hatte aber in Anführungszeichen den Vorteil, was heißt Vorteil, aber halt hätte den Hintergrund gehabt, die Reichshauptstadt Frankfurt einzunehmen, zu befreien und somit ein Zeichen zu setzen, dass hier die Nationalversammlung freitagen kann und vielleicht würde das dann andere Länder dazu bewegen, sich mit an die badische Seite zu setzen. Und vielleicht auch noch Hessen. Und deswegen fiel dann hinterher der Entschluss, dass man es versuchen wollte, nach Frankfurt zu marschieren. Es gab auch eine Bahnverbindung im Norden Badens nach Frankfurt und deswegen hatte man Siegel dann den Befehl gegeben, nach Norden zu marschieren. Was aber natürlich schon kurz hinter der hessischen Grenze am Widerstand des Militärs scheiterte. Die Badener wurden zusammengeschossen und mussten sich zurückziehen. Dabei wurde Siegel verwundet. Er musste Rede und Antwort stehen vor der Regierung und hat sich da rhetorisch und auch mit Argumenten so gut verteidigt, dass man ihn dann direkt zum Kriegsminister machte. Allerdings hat man wohl doch das Vertrauen in ihn verloren. Man guckte gleichzeitig nach links und rechts, wer könnte denn unsere Armee nun führen? Vielleicht war das auch so eine Beförderung, so eine Wegloben. Siegel, ne, dass man ihn dann zum Kriegsminister machte, weil man... Es hat jetzt schon so angehört. Ne? Also, ja. Er kommt zurück, alle haben gesagt, ja, okay, du komm, geh doch mal, wir befördern dich dahin, kannst du keinen Schaden mehr. Ja, so in etwa, genau, richtig. Und man fand dann den polnischen
General Ludwig Mirosławski. Mirosławski hatte 1848, beziehungsweise hatte 1846, nein, anders, er hat 1830 schon als junger Fähnrich gegen die Russen im Aufstand für die polnische Unabhängigkeit gekämpft, hatte dann 1846 an einem Aufstand teilgenommen, oder an einem, hatte einen Aufstand geplant, der hat so nicht stattgefunden, er wurde an die preußische Polizei verraten und er wurde dann verhaftet, auch zum Tode verurteilt, wurde dann begnadigt. 1848 hat er sich dann wieder an die Spitze der polnischen Freiheitsheeres gesetzt. Der Aufstand wurde von dem preußischen Militär in mehreren Gefechten niedergeschlagen und er floh dann nach Frankreich, woher auch sein Vater kam. Seine Mutter war, meine ich, Engländerin, wenn ich richtig berichte. Also sein Vater war auch polnischer Offizier in Napoleons Diensten. So. Von Frankreich ging er dann nach Italien, nach Sizilien, um da die Freiheit zurück nach Paris und war, als dann der adische Emissär auf der Suche nach einem Oberbefehlshaber war, zufällig in Paris ansprechbar. Und hat dann das Angebot der badischen Regierung auch angenommen. Und so wurde dann Ludwig Mirosławski Oberbefehlshaber des deutschen Freiheitsheeres. Ja, die Anzeichen oder die Voraussetzungen, die er mitbrachte, waren ganz gut. Also er hatte den Ruf, ein polnischer Napoleon zu sein, hatte allerdings bis jetzt keinen Aufstand bis zum Ende mitgemacht. Also er hat immer vorher hingeschmissen quasi, als der Karren im Dreck war. Andererseits hatte er den preußischen Offizieren in Polen auch mindestens eine Niederlage zugefügt. Und er hatte halt gegen die Preußen gekämpft. Und alles deutet darauf hin, dass die Preußen der neue Feind oder der nächste Feind des Revolutionsheeres sein würden. Insofern versprach man sich davon, dass er wusste, was er tun muss. Und ja, ob Siegel jetzt sehr erfreut war, angeblich, also so frostig soll er das Zusammentreffen der beiden nicht gewesen sein. Ich glaube, ja, also Siegel wurde dann auch sein Generaladjutant. Und wenn man sich anguckt, wie die Ereignisse dann gelaufen sind im Nachhinein, glaube ich auch, dass Siegel durchaus mit Mirosławski zurechtkam. Mirosławski hatte leider nur ein Problem, er sprach kein Deutsch. Das ist schwer. Aber jetzt nochmal ganz kurz zu Siegel. Ich dachte, der war Kriegsminister, war er dann nicht eigentlich sein Vorgesetzter sozusagen? Das wäre theoretisch so gewesen, wenn, ich wollte jetzt, ja, okay, das muss ich natürlich erklären. Das Problem war, dass Siegel, nein, Moment, die Revolutionäre in Karlsruhe, die waren sich nicht alle einig. Da gab es, Brentano war ja der Präsident oder der Vorsitzende, wie man ihn noch hinterher, später war er dann auch Diktator offiziell. Brentano hatte natürlich seine Partei und Struve, also Brentano war ein sehr liberaler Demokrat, der wollte eigentlich von Anfang an, hat sich auch nie als Revolutionsregierung gesehen, sondern als Übergangsregierung. Er wollte immer im Namen des Großherzogs Baden quasi in die Reichsverfassung führen, in den deutschen Nationalstaat. Er hat immer auch versucht, sich mit den Fürsten zu arrangieren, wollte Gespräche führen, er wollte es auf dem diplomatischen Wege irgendwie gütlich sich einigen, Lösung finden, wie auch immer. Und das führte natürlich zu Unmut bei so Radikalrepublikanern wie zum Beispiel Struve. Und Siegel war damals auch schon mit Hecker gezogen, war natürlich an Struves Seite. Und es gab eine Situation, wo sich das Ganze zuspitzte und sich Freischaren und Volkswehreinheiten in Karlsruhe quasi gegenüberstanden und beinahe aufeinander losgegangen wären, als dann Brentano die Reißleine gezogen hat und Struve und seinen Verein des Fortschritts dann verhaftete, musste sie dann auf Druck der Freischaren, die vor der Tür standen, quasi wieder freilassen. Aber das Thema war da gegessen und da wurde dann Siegel quasi gechast als Kriegsminister und an die Front geschickt, als Mirosławskis Generaladjutant, und seinen Posten übernahm dann, also die Aufgaben des Kriegsministers übernahm dann sein Stellvertreter. Und später, als es dann eine Neuwahl gab, wie gesagt, als die drei Diktatoren dann in Baden an die Macht kamen, war er dann auch nur noch Offizier. Also hatte den Posten des Kriegsministers dann nicht mehr inne. Ich hoffe, ich erinnere mich da jetzt richtig. Das ist, Politik ist bei mir immer etwas hinten an, muss ich gestehen. Action ist bei mir im Vordergrund. Aber ich meine, so ist das gewesen, ja. Und deswegen ist Siegel dann halt hinterher bei der Armee geblieben und war dann auch kein Kriegsminister mehr. Das war halt nur so eine kurze Phase des Übergangs, ja. Konnte Siegel denn Polnisch? Siegel konnte nicht Polnisch, aber beide konnten sehr gut Französisch. Ah, okay. Es war so, dass einer der Adjutanten von Mirosławski, vermutlich der polnische Stabshauptmann Zukowski, Deutsch sprach
Aber Siegel hat dann auch natürlich die Kommunikation oftmals bei den Stabsbesprechungen übernommen, beziehungsweise hat dann übersetzt. Und Französisch war damals in Baden jetzt auch keine seltene Fremdsprache. Andererseits gab es natürlich auch die Nationalisten unter den Revolutionären, die gesagt haben, was soll der Ausländer hier, wir wollen noch nicht von einem ausländischen Offizier in die Freiheit geführt werden. Mhm. Es gibt heute natürlich auch Untersuchungen, warum hat Miroslavski diesen Posten angenommen, warum gerade bei den Deutschen. Und ich glaube, rausgelesen zu haben, dass Miroslavski dem Hintergrundgedanken gespielt hat, dass ein geeintes Deutschland gut für Polen ist. Es gab Bestrebungen in der Nationalversammlung, Polen zu befreien, beziehungsweise zumindest den polnischen, den preußisch-polnischen Teil, also Posen. Mhm. Und das wäre natürlich schon mal ein riesiger Schritt für die Polen in Richtung Unabhängigkeit gewesen. Und wenn man jetzt überlegt, dass ein demokratisches Deutschland hinter Polen gestanden hätte, wäre ein Krieg Russlands gegen Polen oder auch gegen Deutschland vielleicht etwas gewesen, was der Zar sich vielleicht nochmal hätte überlegt. Und damit wäre dann das echt geschafft, was Miroslavski und seine Getreuen sich natürlich erhofften. Und zwar ein freies, vereintes, unabhängiges Polen. Mhm. Ich glaube, das war so die Motivation, die bei ihm dahinter steckte. Und er war natürlich, machen wir uns jetzt vor, in Anführungszeichen Söldner und Berufsrevolutionär. Also ne, er hat sich ja anheuern lassen, wo es nur ging. Er hat auch später in den 1860er Jahren noch unter Garibaldi gekämpft. Also wo es los war, da war er zu finden. Ah, okay. 1861 beim großen polnischen Aufstand war er dann auch wieder zugegen, wurde dann auch Diktator, aber letztendlich hat das alles nicht gefruchtet und er ist dann in Paris gestorben. Hört sich schon mal komisch an, dass der Revolutionär Diktator wurde. Ja, wir haben heute, glaube ich, eine andere Vorstellung von Diktatur als die Menschen damals, weil Brentano und seine zwei anderen Mitdiktatoren, also es war eine Dreierdiktatur, die wurden auch von den Volksvertretern, also da gab es auch keinen großen Aufstand, dass das so gewesen ist, weil alle Macht lag halt bei den dreien. Die hatten dann, glaube ich, noch drei untergeordnete Minister. Einer hat sein Amt gar nicht mehr angetreten. Aber das war halt was anderes als das, was wir heute darunter verstehen, als einfach dann hinterher pervertiert ist, das Ganze. Aber dann war das zu der Zeit... Ich sagen, also Castro und diverse koreanische und chinesische und deutsche und was weiß ich, Menschen denke, die das Amt eines Diktators ausgefüllt haben, dann kann man das, glaube ich, mit den Diktatoren damals nicht vergleichen. War das jetzt eher so, also sie hatten trotzdem noch ein Parlament, oder? Ja, sie hatten, ja, lass mich nicht lügen. Ich meine, sie hatten, wie sich das genau schimpft, eine Volksversammlung, irgendwie so. Und, da wurden diese Diktatoren halt auf Zeit gewählt. Also ist es eher so eine konstitutionelle Diktatur? Ja, genau. Also ja, richtig. Also der Diktator ersetzt letztendlich den Großherzog, nur dass sie halt drei davon hatten statt ein. Ja, mhm. Das ist richtig. Aber die mussten halt Beschlüsse fassen und die haben halt gemerkt, dass die Preußen rückten vor, das Militär war im Kampf, die ganze Infrastruktur funktionierte irgendwo nicht und es konnte nicht sein, dass das alles in Bürokratie erstickte, weil erst der darüber reden musste, dann da ein Ausschuss geformt und. Also die mussten jetzt irgendwie einen Weg finden, dass sie die Macht so bündeln, dass sie diesen Konflikt siegreich beenden können. Ja. Ich dachte, das war alles ja nur ein Versuch. Es hat ja vorher noch keiner wirklich... Na, was war Brentano vorher? Ich glaube Rechtsanwalt, wenn ich mich richtig erinnere. Insofern, woher sollte der das alles, ne? Da war kein professioneller Staatsdiener drunter. Mhm. Er sagt mal, dass jetzt, es gab ja auch in dem Sinne keine Verwaltungsschulen, die man hätte besuchen können oder so. Schon gar nicht in der Zeit. Das war ja nicht geplant, nix. Mhm. Brach über die Leute so herein und die haben natürlich nach ihrem besten Wissen, haben die halt getan, was sie für möglich erachteten oder benötigt hielten, um die Revolution zu durch die Wirren der Reaktion zu bringen. Mhm. Ja, okay. Und wie gesagt, dieser Ludwig Miroslavski war halt der Oberbefehlshaber dieses Haufens. Und er hatte natürlich Schwierigkeiten, die einzelnen Strömungen zusammenzuführen. Er hatte dann viele polnische Offiziere mitgebracht, mit denen er natürlich gearbeitet hat, um vielleicht denen aber auch noch einen Posten zu verschaffen, dass sie auch über die Runden kamen, dass sie Geld verdienten. Was natürlich bei den deutschen Soldaten dann wieder für Unmut sorgte. Und ja, die stopfen sich hier nur die Taschen voll und solches Gerede. Und die kämpfen ja eigentlich gar nicht für uns. Die verraten uns alle nur. Dieser Konflikt zeigt eigentlich schon, dass da generell was im Argen war, was vielleicht auf Dauer gar nicht so hätte funktionieren können. Hm. Du sagtest, die haben ja Geld, wollten ja nur Geld verdienen. Haben denn die
Deutschen, die Revolutionäre, haben die auch einen Sold bekommen, bezahlt oder waren das alles nur? Nein, es hat jeder Sold bekommen. Mhm. Nein, warte. Es sollte jeder Sold bekommen. Also, wenn es schon beim Essen gehabert hat, hat es natürlich beim Geld erst recht gehabert. Ne? Mhm. Also da war man auch drauf und dran, die ganze Zeit Mittel und Wege zu finden. Es wurden Dinge verkauft und Leute enteignet, natürlich mit Vorliebe Adelige und das Interieur der Schlösser und so zu Geld gemacht, damit die Soldaten bezahlt werden konnten. Ja. War so ein bisschen wie im 30-jährigen Krieg. Ne? Also ja, das Geld kommt, aber erstmal stirbt. Wir zahlen an die Überlebenden, dann brauchen wir nicht mehr Geld genau. Aufgeben. Verstehe. Also, aber theoretisch sollten also die in der Volkswehr, das war ja wehrpflichtige Armee, das waren ja Soldaten des Staates und die badische Armee natürlich auch, die sollten bezahlt werden und alle anderen, die sich in der Revolutionsarmee befanden, sollten natürlich auch bezahlt werden, klar. Mhm. Okay. Wir haben also eine Armee, wir haben einen Oberbefehlshaber und gut, am Ende haben sie es jetzt nicht geschafft, wie wir wissen, aber haben die auch was gerissen? Da gab es herausragende Aktionen unter den Oberbefehl oder auch davor. Also Ludwig Miroslavski hat es meiner Meinung nach, oder das ist wirklich nur meine Meinung, hat es meiner Meinung nach sehr gut verstanden, das Terrain und die Einheiten so zu nutzen, dass er, ich sag mal, den Preußen relativ lange Widerstand hat leisten können, ohne dass die Vorteile erringen konnten. Und zwar möchte ich ich möchte ein Beispiel für Miroslavski ins Feld bringen, und zwar ist das ganz klar seine Verteidigung am Neckar. Er hat es geschafft, gut, das waren jetzt keine Preußen, sondern das Bundesheer, also die Verbündeten Mecklenburger, Hessen, Württemberger, schieß mich tot, Bayern, die da gegen ihn kämpften. Grundsätzlich dazu noch ganz kurz, die badischen Kämpfer waren keinesfalls schlechter als die preußischen oder der Bundesarmee. Die Offiziere waren vermutlich das Problem, weil sie halt ihre Offiziere gewählt haben und das waren meistens Männer, von denen sie sich keinen harten Drill erhofften oder irgendwie mehr spendiert bekommen hatten. Also da waren keine Militärtaktiker oder irgendwelche tollen Kämpfer drunter, die jetzt oder Führungsqualitäten. Und das war am Ende ein Problem auf der unteren Ebene des Revolutionsheeres. Aber am Neckar rückten halt die Bundestruppen oder die Reaktionären, die Fürstentruppen rückten halt vor und Miroslavski schaffte es wirklich, diese Neckarlinie zu halten. Sein Problem war eben, dass er zu wenig Männer hatte, um dann zu kontern, als das Bundesheer in den Odenwald abgezogen ist und die Preußen an den Neckar rückten. Die Preußen versuchten anfangs erst gar nicht, den Neckar zu überqueren, weil die genau wussten, dass es keinen Erfolg haben würde. Aber als dann später bei Germersheim dann ein preußisches Korps Miroslavski in den Rücken fiel, da war es dann halt eigentlich schon geschehen. Aber auch da hätte er mit seinen 15.000 Mann das Korps zurückgeschlagen über den Rhein, hätte er vielleicht die Stellung halten können, aber letztendlich auch nicht für lange. Also dann wären sie halt woanders rübergegangen, wären durch Württemberg dann doch durchgebrochen oder wie auch immer. Aber ich finde, dass man ihm doch zugute halten konnte, dass er das da oben ganz gut gemacht hat. Ja, doch, das würde ich sagen. Ja, und man muss auch sagen, dass seine Unterführer, zum Beispiel Siegel, hat da auch sein Können gezeigt. Also was heißt sein Können? Aber er war zur rechten Zeit an der rechten Stelle, hat dann sehr wachsam aufgepasst, wo seine Reserve, die er da befehligt in Heidelberg, gebraucht wird, zum Beispiel in Ladenburg, wo er dann die Stadt wieder nehmen konnte, nachdem sie von den Mecklenburgern eingenommen worden war. Also das funktionierte einfach. Da oben war noch alles in Ordnung. Da war die Moral der Truppen war gut. Ich glaube auch die Ausrüstung und Versorgung an Munition war zu dem Zeitpunkt noch sehr gut. Und da funktionierte auch noch das Hinterland. Also der Nachschub funktionierte vermutlich besser als dann später, als alles zusammenbrach. Und das zu Miroslavski. Und dann möchte ich noch eine für mich herausragende Tat oder vielleicht das erwähnenswerteste Gefecht des ganzen Feldzuges erwähnen, und zwar den Kampf um Durlach. Auf Waghäusel liegt so ein bisschen das Augenmerk, einfach weil da die Revolutionäre, eigentlich weiß ich gar nicht, warum der Augenmerk so drauf liegt, von der Meinung, weil es die größte Schlacht war. Mit den am meisten beteiligten revolutionären Truppen und wo es halt erst so ausgesehen hat, als hätten sie die Preußen geschlagen und sich das Blatt dann noch wendete. Aber wenn wir nach Durlach schauen,
haben wir dann den Johann Philipp Becker mit seiner 5. Division, welche keine Artillerie hatte und keine regulären Truppen. Wir haben hier also nur Volkswehr und Freiwilligen, beziehungsweise Freikorps oder Freiwilligenverbände. Die haben halt Durlach gehalten, um den Rückzug der restlichen badischen Truppen an die Murg zu decken. Und Johann Philipp Becker gelang es mit dieser zusammengewürfelten Haufen, drei Divisionen der Preußen aufzuhalten, festzuhalten und sich hinterher noch zurückzuziehen, ohne dass er aufgerieben worden ist. Und ich meine, das ist eine Leistung, die wird heute leider kaum noch erwähnt, genannt, die überragt meiner Meinung nach auch die Leistungen der Badener bei Waghäusel bei weitem. Und wie hat er das geschafft? Ja, wie hat er das geschafft? Seine Männer haben verbissen gekämpft und die Preußen waren einfach zu zögerlich. Er hatte hier den Finsbach und den Turmberg als Position, wo man die gut zu verteidigen waren. Den Turmberg mussten die Preußen hoch und er konnte natürlich runterschießen. Und am Finsbach waren mehrere Brücken, die er verteidigen konnte. Da waren zwei Gräben, also einmal die Fins und ein parallel laufender Mühlengraben, und die halt die 3 bzw. 4 Mühlen an der Fins dann Wasser versorgten. Und über diese Brücken versuchten die Preußen dann halt anfangs vorzurücken und wurden von so einem Feuer empfangen, dass sie versuchten, mit ihrer Artillerie sich den Weg freizuschießen, was aber auch nicht funktioniert hat. Deswegen zogen sie sich erstmal zurück und es entstand eine relativ lange Gefechtspause, während dann die Preußen versuchten, über den Berg vorzurücken, was anfangs auch nicht so einwandfrei funktionierte. Und dann versuchten sie irgendwann, den Berg zu umgehen, was allerdings schon recht spät am Tage war. Und erst da erkannte Becker dann, jetzt bin ich in der Gefahr, eingekreist zu werden, ich ziehe mich zurück. Dadurch gab er dann Durlach auf und die Preußen konnten nachrücken. Waren dann aber schon so spät am Tage und so erschöpft, dass sie ihm nicht weiter folgen konnten und wollten. Zumal sie sich dann natürlich auch darauf konzentrieren wollten, das nächstgelegene Karlsruhe erstmal zu befreien. Aber wie gesagt, einen Tag lang haben Beckers Männer die Preußen aufgehalten und haben Jaroslawskis komplette Armee den Rückzug an die Murg ermöglicht. Also sie hatten sehr hohe Das wollte ich jetzt genau fragen, gibt es denn Infos über Verluste? Also sie hatten wohl sehr hohe Verluste, aber leider gibt es generell zu den Verlusten der badischen Armee sehr wenig Daten. Und auch die Daten, die manchmal die Preußen angeben, preußische Chronisten wie zum Beispiel Daniel Sausto oder so, die sind auch nicht immer wirklich vertrauenswürdig, weil da werden dann, was weiß ich, da ist ja der Neckar voller Blut und leicht schwimmen darum, was eigentlich nur die heroischen Taten der Preußen darstellen soll, die so viele ihrer Feinde niedergestreckt haben, was aber, glaube ich, auch eher eine Legende ist. Die Verluste der Revolutionäre ist entsprechend höher als die der Preußen und der Bundestruppen, das mag durchaus so sein. Einfach auch, weil sie die ungeübteren und vielleicht ungeübteren Truppen waren. Und zum Beispiel in Waghäusel mussten sie die Zuckerfabrik stürmen, haben das 4-mal versucht. Und den Mut als ungeübte Armee muss man auch erstmal aufbringen. Und sie sind im Feuer der Zündnadelgewehre zusammengebrochen, die ersten 3 Angriffe. Da werden die sehr hohe Verluste gehabt haben, das glaube ich schon. Sieht man sich aber die Verluste der Preußen an diesem Tag an, glaube ich, dass vielleicht, mögen es gewesen sein, vielleicht hatten sie 300 Verluste, was natürlich verglichen mit dem Preußischen das 4- oder 5-fache ist. Aber einfach nur deswegen, weil sie halt ungeübt sind, waren und aber auch die schlechteren Waffen hatten. So ein Sensenkorps, das kann halt nicht auf Distanz schießen, das muss ran an die Männer. Also muss es irgendwie versuchen, den Feind in Deckung zu umgehen, dann angreifen. Ja, aber die werden zusammengeschossen. Ja, das ist ein toller Angriff, sieht vielleicht toll aus, spricht auch von Mut und Aufopferungsgeist der Männer. Aber den Angriff machen die einmal, danach haben die genug. Dann suchen sie sich entweder eine Muskete oder gehen nach Hause. Aber die Verluste sind natürlich da. Ja. Aber wie gesagt, an der Murg, auch da in dem Gefecht um Bischweier, Oberweier, diese Orte dabei Kuppenheim, auch nochmal ein Versuch, den Preußen in die Flanke zu fallen. Aber wenn man auch hier sieht, da hat eine preußische Kompanie gegen 2 badische bzw. 2 Revolutionsbataillone standgehalten. Sie haben angegriffen, aber letztendlich gegen eine Kompanie einfach aufgrund des gezielten Feuers der Preußen, des geübten Feuers, sind sie dann daran gescheitert. Es fehlte also nicht am Mut oder Kampfeswillen, das nicht. Das kann man den Baden dann auch nicht nachsagen. Und ich glaube auch, dass der Ruf des Revolutionsheeres einfach
viel schlechter ist, als er in Wirklichkeit oder als das Revolutionsheer in Wirklichkeit gewesen ist. Ja gut, ist ja meistens so, dass die, die verloren haben, die schlechteren waren von den Siegern. Ja, aber sie waren ja nicht die schlechteren Kämpfer, die schlechteren Soldaten. Es war ja in dem Sinne einfach nur, sie waren zu schlecht bezahlt, zu schlecht versorgt, zu schlecht verpflegt, zu schlecht ausgebildet, zumindest was die freiwilligen Verbände anbelangt, dass die Moral nach den ganzen Niederlagen auch nicht mehr die beste war, das kann man denen ja nicht vorwerfen. Ich meine, das ist was ganz Normales, ganz Natürliches. Mhm. Na, und wenn man dann noch von irgendwelchen Hiopais angeführt wird, die überhaupt keine Ahnung von Tuten und Blasen haben, die lieber mit ihrer schicken neuen Offiziersuniform durch die Straßen flanieren, ist, glaube ich, klar, warum das Ganze dann gescheitert ist. Zumal die Übermacht war einfach erdrückend. Also es war eigentlich von vornherein, hätte man damals gewusst, was wir heute wissen, hätte es vielleicht nicht einen Schuss gegeben, aber. Ja gut. Das wäre jetzt meine Frage auch gewesen. Hätten sie eine Chance gehabt, hätten sie bessere Offiziere oder wären sie eigentlich immer aufgrund der zahlenmäßigen Unterlegenheit immer zum Scheitern verurteilt, weil es die Unterstützung in der Restregion und Anführer nicht gab? Natürlich habe ich das auch in meinem Kopf schon oft durchgespielt, was wäre gewesen, wenn. Ist bei Historikern ja immer umstritten, aber was wäre gewesen, wenn Siegel nicht nach Norden, sondern nach Osten gezogen wäre, nach Württemberg? Mhm. Württemberg wäre auf die Seite Badens gekommen und der Rheinpfalz hätte sich Bayern vielleicht angeschlossen oder hätten die Aufstände in Sachsen von neuem begonnen? Hätte sich Hessen dann vielleicht doch angeschlossen? Das ist alles, aus militärischer Sicht, glaube ich, hätte der Kampf so oder so auch mit besseren Offizieren letztendlich als Niederlage geendet. Ich glaube, dass es nur ein größeres Blutvergießen gegeben hätte. Warum sind sie denn nach Hessen mehr hätten einstecken müssen? Warum sind sie denn nach Hessen und nicht nach Altenberg rüber? Ja, weil sie nach Frankfurt wollten. Sie wollten Frankfurt sichern für die Nationalversammlung. Okay. Sich quasi, letztendlich war es ja, es war ja keine badische Revolution, es war ja eine deutsche Revolution. Meiner Meinung nach heutzutage leider auch nicht so transportiert wird, weil die Badener sich natürlich damit brüsten und der Rest Deutschlands das für Folklore hält, was traurig genug ist. Aber letztendlich wollten sie nach Frankfurt und ihre Armee unter den Oberbefehl der Nationalversammlung stellen. Mhm. Weil darum ging es ja. Es war die Reichsverfassungskampagne. Es ging darum, die Errungenschaften des Märzparlamentes, also die Errungenschaften der Revolution, zu verteidigen. Das war der Hintergrund. Heckers und Struves Aufstand mögen badische Revolutionen in Anführungszeichen gewesen sein, aber letztendlich ging es denen auch um ein vereintes Deutschland. Also es war in meinen Augen kein rein badisches Phänomen. Es muss immer im Zusammenhang mit den Kämpfen in Breslau, Dresden, Iserlohn, Elberfeld, Düsseldorf und wo es noch gebrannt und geschossen worden ist, genannt werden. Mhm. Gehört für mich alles zusammen. Das hat nichts mit Baden an sich zu tun. Natürlich hat es in Baden funktioniert und Baden hat in dem Sinne ein Herausstellungsmerkmal, aber letztendlich war es eine deutsche Sache und keine badische. Hm. Was haben denn Frankfurt gemacht, nachdem sie gehört haben, die Armee? Gar nichts, weil die Armee kam ja nicht. Die wurde ja sofort in Hessen zusammengeschossen, also zumindest das, was da marschierte. Und in Frankfurt war seit dem Wachensturm preußisches und österreichisches Militär stationiert. Und aus Angst, dass dieses Militär jetzt gegen die Nationalversammlung vorgehen würde, zog die Nationalversammlung ins württembergische Stuttgart. Zumindest das Rumpfparlament, also das, was noch übrig war von der Nationalversammlung. Mhm. Und das zeigt eigentlich, dass man von vornherein hätte nach Württemberg gehen sollen, weil auch da wurde es geduldet, bis dann absehbar war, dass die Revolution in Baden, beziehungsweise dass die Preußen nach Baden einmarschieren, dem revolutionären Streich ein Ende setzen werden. Und dann erst hat das württembergische Militär, nämlich die Nationalversammlung in Stuttgart, auseinandergetrieben und den ganzen Spuk beendet. Und von da an war das, was in Baden geschehen ist, also die sind dann über Umwege nach Freiburg, die letzten verbliebenen Abgeordneten der Nationalversammlung, dem Ganzen noch irgendwie einen Anschein zu geben. Aber letztendlich war da die ganze Sache dann schon verloren. Mhm. Militärisch ging es dann auch nur noch bergab. Aber das heißt, das Parlament, die Übermacht, die war auch einfach zu erdrückend. Ist das Parlament also nach oder vor dem Zug der badischen Armee nach Frankfurt in Frankfurt umgezogen? Man muss das so sehen, dass die Preußen und die Bundestruppen, die haben sich ja schon lange vor dem Einmarsch zusammengefunden und gesammelt. Also es war ja absehbar, welche
Truppenmassen quasi in Baden einfallen würden und in der Rheinpfalz. Mhm. Das war aber die Übermacht einfach, das waren fast 70.000 Mann und die Badener konnten zusammen mit den Pfälzern, sag ich mal, 25.000 aufbringen. Also wer diese Zahlen sieht, der weiß eigentlich, wie das Ende hätte ausgehen müssen. Mhm. Und es war kurz nach dem Einmarsch der Preußen, beziehungsweise kurz nach dem Beginn der Offensive der Preußen und Bundestruppen, dass es war kurz vorher, dass sie nach Stuttgart gingen und wie gesagt, als sich dann die Niederlage auch bei Barkhäusl abzeichnete, war das ganze Thema dann auch gegessen. Okay. Gibt es noch irgendwie herausragende Aktionen, die du noch nennen kannst von der Revolutionsarmee? Also meine Highlights und Favoriten sind einfach das Gefecht bei Durlach, wie Becker da, die Preußen, also wirklich komplett, eigentlich hat er nicht nur drei Divisionen, eigentlich hat er die komplette Armee aufgehalten, also alles, was nach Süden zog, dem hat er sich da in den Weg gestellt. Und dann die Aktion bei Bischweier und Niederweier, diese Kämpfe um Kuppenheim, vor Kuppenheim, hatten die Preußen die verlustreichsten Kämpfe. Und da hat man halt nochmal wirklich versucht, die Preußen zurückzudrängen. Also ist in die Offensive gegangen. Mhm. Und man hat so, auch wenn man sich jetzt zum Beispiel diese Miniserie Lenz oder die Freiheit anschaut, dann wird immer so das Bild drüber gebracht, ja, es ist alles zusammengebrochen und wir versuchen uns noch hier Wasser zu halten und keine Ahnung. Aber die Jungs, die sind ja nochmal richtig in die Offensive gegangen. Die haben ja nochmal wirklich Mut gefasst oder sich anfeuern lassen. Ich weiß nicht, wovon sie getrieben worden sind. Vielleicht haben sie auch nur noch für ihre Heimat gekämpft. Gerade das badische Militär kann ich mir vorstellen, dass sie die Preußen einfach daran hindern wollten, noch weiter nach Süden die eigene Heimat oder die eigenen Dörfer niederzubrennen oder wie auch immer daran hindern wollten. Aber die haben dann nochmal angegriffen und wirklich verbissen gekämpft. Also die sind da noch nicht, im Großteil noch nicht zusammengebrochen. Das kam wirklich erst, nachdem Gernsbach gefallen ist im Osten und sie ja dabei waren, umgangen zu werden und Rastatt eingeschlossen worden ist. Ich glaube, das war wirklich so der Punkt, wo bei den meisten definitiv dann der Gedanke da war, okay, ich muss gucken, dass ich hier wegkomme. Desertion gab es vorher schon, aber wie gesagt, auch der Dienst in der Volkswehr war nicht sehr populär, weil die Leute, nicht alle Leute waren Revolutionäre, nicht alle hatten was mit der Revolution am Hut und die mussten jetzt von zu Hause weg, Baden war ein sehr agrarischer Staat, die mussten jetzt von den Feldern weg, von den Höfen, die wurden woanders gebraucht, die hatten jetzt keine Lust, Krieg zu spielen. Und teilweise mussten die Seekreis und so, da mussten die Zivilkommissäre mit Militärgewalt die Leute zum Fahndienst, also zum Militärdienst holen, weil die einfach keine Lust hatten, sich da für die, in Anführungszeichen, Freiheit oder für die Demokraten kaputt schießen zu lassen. Natürlich haben die sofort, wenn der erste Schuss gefallen war und Leute nach hinten laufen, haben die sich angeschlossen, da sind ist die Linie zusammengebrochen. Wer will es ihnen verdenken? Ne? Das waren halt, wie gesagt, es war nicht so, dass jeder Badener ein Verehrer Heckers war oder Brentanos oder der Freiheit oder in einem deutschen Nationalstaat jetzt sein einziges Heil gesehen hat. Ne? Das war dem war nicht so. Wenn man sich den Rest Deutschlands anguckt, dann war das da genauso, weil außer in den genannten Brennpunkten hat es vielleicht Demonstrationen gegeben, aber so wirklich sein Leben in die Waagschale dafür werfen wollte keiner. Bürger, deren Revolution es ja später eigentlich war, am Anfang waren es halt die Handwerker, die Arbeiter, die Tagelöhner, die halt einfach nur ihre Lebensbedingungen verbessern wollten, das instrumentalisierten dann später die Bürger, um dem Adel in Rang abzulaufen. Die waren aber später halt nicht bereit, bis zum Letzten zu gehen, um wirklich Hab und Gut zu opfern für die Freiheit. Und deswegen ist es dann halt so gekommen, wie es kam. Ja, das ist jetzt ganz revolutionär zu sagen, die Bourgeoisie ist schuld. So. Okay, haben wir noch etwas vergessen? Also wir haben vieles noch nicht besprochen. Wir haben vieles noch nicht besprochen, werden wir auch heute nicht mehr schaffen. Genau. Wir haben. Das war schon wieder sehr viel. Wir machen nochmal einen extra Podcast, auch direkt über. Da haben wir auch noch ein neues Mitglied bei uns in den Reihen, aber da werden wir nochmal eine Folge machen. Genau, gute Besserung in diese Richtung. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz zwei Bücher erwähnen, die in diesem Zusammenhang sehr, sehr interessant sind. Eins ist leider nur noch im Antiquariat zu bekommen. Wir haben am Anfang darüber gesprochen. Ich hätte es vielleicht vorher noch mal reingucken sollen. Und zwar ist das von Karl Geisel, die Hanauer Turnerwehr. Mhm. Ist erschienen im Selbstverlag des Hanauer Geschichtsvereins 1974. Hanauer Turnerwehr einfach mal googeln, da findet man in irgendwelchen Antiquariaten bestimmt noch das ein oder andere Exemplar. Und ein Buch, das ich sehr, sehr mag, weil es auch die
sozialen Hintergründe der Soldaten beleuchtet, die sich für die Revolution stark gemacht hat. Vor allem auch gerade im süddeutschen Raum. Das ist von Sabrina Müller, Soldaten in der Deutschen Revolution von 1848-49, erschienen im Schöning Verlag in der Rubrik Krieg in der Geschichte. Wie gesagt, sehr, sehr schönes Buch. Beschreibt auch die badischen, württembergischen, die bayerischen Armeen, hinterleuchtet, wo die Soldaten herkamen, welche Schulbildung sie hatten, welche Berufe, wie waren die Konskriptionsverhältnisse, wie sah die Wehrpflicht aus, welche Zustände und Umstände in den Armeen herrschten und was passierte während der Revolution und wie sah Widerstand und Aufstand aus. Also kann ich nur empfehlen, wie gesagt, Sabrina Müller, Soldaten in der Deutschen Revolution von 1848-49 im Schöning Verlag. Wir haben bestimmt dafür einen Link, also den schicken wir und dann packe ich den an die. Okay. Dann gucke ich da gleich mal, dann sollen wir das hinkriegen. Ja, sonst habe ich nichts mehr. Nee. Wie gesagt, andere Themen müssen wir noch gucken. Finden wir. Ich würde gerne demnächst was Ziviles machen. Vielleicht holen wir uns da noch ein paar andere Leute ins Boot. Ich werde da mal ein bisschen Werbung für uns machen bei uns in der Gruppe. Was man vielleicht noch sagen kann, in eigener Sache, ein bisschen Werbung machen. Es könnte demnächst irgendwann, ich kann noch nicht genau sagen, wann, ein Roman im A-Verlag erscheinen. Den habe ich zu Papier gebracht. Handelt natürlich die Revolution in Deutschland, die Reichsverfassungskampagne, aus Sicht eines preußischen Offiziers. Vom Anfang bis Ende quasi, aber mehr wird noch nicht verraten. Vielleicht machen wir darüber dann auch noch eine Podcast, eine Dauerwerbesendung quasi. Shameless Self-Publish. Genau. Nein, aber es wird irgendwann kommen. Ich melde mich. Ja, okay. Gut, dann. So. Ich danke dir für deine Expertise. Genau, bis dahin, wo wir es aber belassen. Gerne. Und euch da draußen, danke für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Wenn ihr noch Fragen habt, Regungen, Wünsche, könnt ihr euch irgendwie dienen. Spotify, überall. Wir sind überall. Und schönen Tag, schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Genau, und bleibt gesund. Ciao.